Hashi ist vor 5 Jahren an einen dänischen Konzern verkauft worden und seitdem bestand die Sorge, dass die Produktion in Bremen eingestellt wird. Es geht um 250 Arbeitsplätze. Nun hat Hashi verkündet, dass sie das tatsächlich machen wollen. Sie werden nach Polen ausweichen. Wir sind der Meinung, dass das Wirtschaftsressort in Bremen sich viel zu wenig um die Nahrungsmittelindustrie kümmert. Es ist völlig klar, dass man globalisierte Firmen nicht daran hindern kann, Personalkosten zu reduzieren. Sie werden dann gehen, aber man muss sich natürlich als Bremer Senat darum kümmern, dass wir alles Mögliche in Bewegung setzen, um kleine Unternehmen in der Nahrungsmittelindustrie in Bremen zu halten oder um Neugründungen zu werben. Die Wirtschaftsförderung in Bremen ist viel zu schwach. Wir müssen sie wesentlich breiter aufstellen, weil die Nahrungsmittelindustrie ist ein großer Beschäftigungssektor. Wir reden hier über 9.000 Arbeitsplätze, die dürfen Bremen nicht pflücken gehen.